Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Dark Souls 3 New Game Plus Plus Run. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ziel ist es, in diesem Platin Gameplay Walkthrough alle plus 2 Ringe zu sammeln, welche es unter anderem braucht für die Platin Trophäe. Im letzten Teil haben wir die gottlose Hauptstadt entdeckt und den Zauberstein Plattenring plus 2 gesammelt. Heute werden wir weiter zum Inneren der gottlosen Hauptstadt vordringen und uns dem Kampf mit dem nächsten Aschefürsten stellen, Jorm der Riese. Ja, wie sein Name schon sagt, ein mächtiger, riesengroßer Riese. Jo, aus diesem Grunde habe ich hier auf meiner rechten Seite den Sturmherrscher ausgerüstet. Der empfiehlt sich auf jeden Fall für Jorm den Riesen. Jo, und werde ihn mit diesem bekämpfen. Vorläufig wechsle ich jetzt aber mal noch auf mein Schwert zurück. Und dann würde ich sagen, auf in den Kampf. Let's play! Ja, am besten reisen wir direkt in die gottlose Hauptstadt zurück. Bin ich jetzt schon gespannt auf den Kampf. Ich glaube, Sigvard werden wir jetzt auch noch wieder begegnen, da wir ihn ja befreit haben aus dem Gefängnis. Und er auch noch eine Rechnung offen hat mit Jorm dem Riesen. Ja, hier haben wir eine schöne Aussicht auf das, was uns erwartet. Jo, die gottlose Hauptstadt. Nun gut. Rutschen wir mal die Leiter runter. Direkt über die Brücke. Ja, er hat auch schon Gargoyle. Ich möchte jetzt aber ungern mit dem auf der Brücke kämpfen. Große Seele eines kampferprobten Veteranen. Sehr schön. Kommt er jetzt mit? So. Können wir auch noch später bekämpfen. So. Hier sind wir jetzt in der Schatzkammer von Jorm. Nicht schlecht. Und hier gibt es wieder so, ja, Feuernonnen. Diesmal in weiß gekleidet. Gehen wir doch am besten einfach mal schauen. So, hat die auch schon mal aufgeräumt hier. Wunderbar. Ja, hier vorne erwartet uns jetzt wieder so ein Gargoyle. Das sind gar nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Der schützt sich mit dem Flügel. So. Ha! Jetzt habe ich dich trotzdem. Gut, gut. Ja. Leichen zu Haufen und Schätze überall, wo man hinschaut. Hier erwartet uns dann bereits der Riese. Wir gehen jetzt aber zuerst hier durch. Muss mal dezent Rückzug, Flakon, vielleicht nochmal ein Flakon. Ja, die sind auch nicht zu unterschätzen mit ihren Pyromantien.
Aber ich finde sie nicht ganz so schlimm wie die mit dem Brenneisen. Da ist auch noch einer. Gut. Die ziehen einem wenigstens kein Leben ab. So. Jetzt können wir hier noch weiter. Ich weiß gar nicht, ob der Gargoyle jetzt zu uns runterkommt oder nicht. Eine rostige Münze. Was haben wir hier hinten noch? Nochmal eine rostige Münze. Sehr schön. Können wir auch gebrauchen. So. Ja. Er geht hier immer noch seine Patrouille. Ich gehe jetzt einfach zurück. Weil das Item da brauchen wir nicht unbedingt. Und dann schauen wir mal noch, was hier so ist. Ich meine, hier war auch noch ein Gargoyle. Jawohl. Okay. Das sind ziemlich viele Nonnen. Ich werde jetzt hier einfach mal ein paar anlocken. Weil wenn dann der Gargoyle auch noch kommt, ist das sehr suboptimal für mich. So. Eine weniger. Das ist schon mal gut. Gut, gut. Die zweite ist auch weg. Komm mir nicht zu nahe, du. Ja. Dritte. Ja, es sind schon ein paar. So, die vierte haben wir auch weggeräumt. Boah. Jetzt habe ich dann bald keine Pfeile mehr. Also, keine von diesen zumindest. So, fünfte. Oh, jetzt verschieße ich auch noch einen Pfeil. Oh, echt jetzt? Ah, ich könnte ja eigentlich auch einfach hier hinlocken. Jo, das mache ich jetzt. Und dann opfere ich halt noch einen Feuerpfeil. So. Jetzt hoffentlich kommen die auch. Kommst du jetzt? Ja, immerhin eine kommt. Ja, lach du nur. Geht das Lachen jetzt gleich? Sich ausgelacht. So. Ja. Jetzt fehlt aber immer noch eine. Ja, dann opfer ich halt noch mal Feuerpfeil, was soll's. Ey. Jetzt hoffentlich kommt sie auch. Ja, komm. So ist gut, schön brav. Nee, nicht abpacken sollst du nicht. So. Okay. Kann ich mich nämlich in Ruhe um den Gargoyle hier kümmern. Das ist schon so genug schwer. Ja, und stark. Ah, super. Genau in seinen Speer rein. Ganz toll. Ja,
Ja, der steht jetzt hier aber auch blöd im Ecken. Echt jetzt? Mach mal einen Flakon. Ja, nicht schlecht. So, jetzt aber. Nee, nicht schon wieder. Oh. Jetzt habe ich dich. Und tschüss. Böse Gargoyle, du. So. Haben wir hier aufgeräumt. Dieser riesen Schatzkammer. Wahnsinn, was hier alles rumliegt für Zeugs. Ja, den Dolch der Maid haben wir bekommen. Jo, und wie soll es auch anders sein? Das sind auch Mimikisten, aber gleich zwei auf einen Haufen. Wir könnten hier jetzt eigentlich mal ein Jägeramulett verwenden. Dann kann ich die wenigstens mal brauchen. So. Untoten Jägeramulett. Ja, benutzen. Mal schauen. Cool. Jetzt sind sie eingeschläfert. Jetzt können wir den Ruhmgroßschild und die rostigen Goldmünzen einfach so nehmen. Wunderbar, würde ich sagen. Ja, schnarcht hier ruhig schön weiter. Hi. Coole Sache. Gut. Ich nehme nochmal einen Flakon. Sicher ist sicher. Und wechsle jetzt mal auf den Sturmherrscher. Weil jetzt ist bereits der große Kampf angesagt gegen den dritten Aschefürsten, Jorm der Riese. Also dann, ich bin mal gespannt. Auf in den Kampf. Schauen wir mal, was der Riese so auf dem Kasten hat. Ah, hallo Sigwart. Welche Überraschung. Jorm, old friend. I, Siegfried of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Ja, nicht so eifrig, Sigwart. Ist schon ein großer Riese. Ja, ich lade jetzt hier auf. Sehr schön. Also mit L2 kann man den Sturmherrscher aufladen. Sobald er aufgeladen ist, mit R2 schießen. Geil. Muss ja schließlich dem armen Sigwart helfen, ne? Oh, jetzt hat er mich doch mal gesehen. Treffer. So. Sehr schön. Noch ein Treffer. Bang. Ja, wunderbar. Ja, super. Danke, Sigwart. Und tschüss, Sigwart. Wir werden ihn jetzt nicht mehr sehen. Es war sein letzter Kampf. Die Fürstenasche haben wir bekommen. Und die Seele von Jorm dem Riesen. Wunderbar. Die Fürstenasche bringen wir natürlich zurück auf seinen Thron. Und jo, die Seele können wir brauchen für den Wandlungsofen oder auch für viele Seelen. Ja,
War ein super Kampf, Sigwart, oder? Das nenne ich mal Teamwork da. It seems I'm in your debt once again. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. Ein Siegbräu haben wir erhalten. Jo, stoßen wir doch gerne noch mal mit ihm To an. your valor and my old friend Yorm. Long may the sun shine. Ja, ist doch ein putziger. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do really after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Ja, er war uns auch ein guter Freund und schläft gerne viel. Huch, jetzt werden wir teleportiert. Wer ruft uns denn da? Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Jo, jetzt konnte ich das Leuchtfeuer gar nicht entzünden. Ist aber nicht schlimm, wir müssen ja eh nicht mehr dorthin. Okay, ja, der liebe Sigwart. Jo. Somit hätten wir eigentlich jetzt seine Quest beendet. Ich würde sagen, das war ein gebürtiges Ende. Jo, und jetzt sind wir hier wieder zurück in der Kathedrale, wo wir schon mal waren. Hier hinten war ja der zweite Boss, der Forb vom Nordwindtal, der Riesenwildhund. Jo, ich bin bei den ersten zwei Runs. Ja, muss ich gestehen, drauf reingefallen und hab dann immediately sofort mit ihr da gequatscht. Das werde ich diesmal nicht machen, weil sobald man das tut, fängt auch schon gleich der nächste Bosskampf an. Und jo, ich möchte jetzt zuerst doch gerne speichern gehen und zurück in den Feuerbandschrein und dann mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja genug Seelen zusammen für einen weiteren Levelaufstieg. Das wäre eigentlich auch gar nicht schlecht. Ja. Also ich reise jetzt mal zurück zum Feuerbandschrein. Und wir kommen dann im nächsten Teil wieder hierhin zurück. Gehen wir dann einfach über das Leuchtfeuer vom Fort vom Nordwindtal. Nun gut, jetzt schauen wir doch gleich mal, ob das noch reicht. Wäre ja schön. Huch, schon eine ganze Menge. How may I be? 514 Seelen. 514.000 bräuchten wir. Hier haben wir noch eine Schattenasche, die geben wir doch gleich her. Sogar zwei. Asche des Gefängnisleiters und die gelbliche Asche. Ja, die geben wir beide ab. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Gracious, let this ash bestow. I only hope these new wares content thee. Ja, sehr schön. Haben wir wieder etwas mehr Inventar. Ich möchte jetzt aber mal gleich schauen, wie viel Seelen ich bekomme, wenn ich die da verkaufe.
Ja, das sollte eigentlich reichen. Die Bossseelen, die behalten wir mal noch. Moment, wie viele haben wir jetzt? 519. Ja, das sollten wir ja eigentlich schon Ashen genug one. Haben. Be sure. Cool. Gehen wir gleich mal zur Feuerhüterin. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Ja, das machen wir doch gerne. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal einen Punkt auf Kondition. Ja, Stufe 50. Nicht schlecht. Das machen wir doch. Bestätigen. Okay, für den nächsten Aufstieg brauche ich 518.555 Seelen. Nicht schlecht. Cool. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Dankeschön, Dankeschön. Ja, jetzt kann ich etwas ruhiger in den nächsten Bosskampf starten. Wunderbar. Haben ja die paar Seelen ausgegeben. Nun gut, ja, leider sind wir jetzt auch schon wieder fertig für heute mit diesem Teil. Wir haben den dritten Aschefürsten Jorm, den Riesen, erfolgreich besiegt, würde ich sagen. Und ja, es war ein cooler Kampf mit Sigvard. Ein gebürtiges Ende für seine Quest. Im nächsten Teil werden wir wieder gegen einen Boss kämpfen, wie vorhin schon erwähnt, nämlich gegen die Tänzerin vom Nordwindtal. Eine wendige Gegnerin und definitiv nicht zu unterschätzen. Da freue ich mich schon drauf und bin ich definitiv gespannt. Jo. Wir werden dann endlich ins Inne von Burg Lothric gelangen und mal schauen, wie viel Zeit noch übrig bleibt nach dem Kampf mit der Tänzerin. Vielleicht werden wir auch noch den nächsten +2 Ring sammeln. Das wäre dann der weißen Ring +2. Also unbedingt dranbleiben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Schade, es ist schon wieder vorbei. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil und es wäre schön, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, und falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like hinterlassen, kommentieren oder auch meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. So, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Gamen und hoffentlich bis zum nächsten Mal zu meinem Platin Gameplay Walkthrough mit Dark Souls 3 New Game +++. Also dann, macht's gut und bis bald!